Ich spreche heute über ein ja bisschen ausgefallenes Thema, muss man sagen. Und das sind Tumoren, die eigentlich für Kinder typisch sind, die aber auch bei Erwachsenen vorkommen können und aber sehr selten sind. Ich habe gedacht, ich erkläre erst mal ein bisschen, worum es sich handelt und gehe dann in die internationalen Therapiestandards und auch ein bisschen in die eigenen Erfahrungen. Grundsätzlich gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den Hirntumoren im Kindes- und Erwachsenenalter oder überhaupt zwischen Tumoren im Kindes- und Erwachsenenalter. Einmal, und das sehen wir hier so ein bisschen skizziert, sind die Tumoren, die wir normalerweise im Kindesalter sehen und im Erwachsenenalter ganz andere Tumoren. Also im Kindesalter herrschen Leukämien vor. Es gibt aber auch durchaus viele Tumoren des zentralen Nervensystems und Lymphome. Bei den Erwachsenen sind eigentlich andere Tumoren führend, wie Mammakarzinome, Prostatakarzinome, Lungentumoren oder Darmkrebs. Also dass das schon ein Hinweis darauf ist, dass da irgendwas anderes dahinter steckt, auch in den verschiedenen Altersgruppen. Wenn man in die Ursachen der Tumoren geht, geht man auch davon aus, dass unterschiedliche Ursachen vorliegen für Tumoren im Kindesalter und Erwachsenenalter. Bei den Erwachsenen gehen wir davon aus, dass die Tumoren typischerweise in einer Art Alterungsprozess begründet sind, teilweise auch Umweltgifte natürlich, aber das im Grunde eine, sage ich mal, zunehmende Schädigung unserer Erbsubstanz sozusagen durch Mutationen, die nicht repariert werden können, vielleicht irgendwann zu einem Tumor führen oder eben auch andere Noxen. Bei den Kindern gehen wir davon aus, dass die Tumoren eher eine Art Entwicklungsstörungen sind oder genetische Störungen, die möglicherweise eben schon eigentlich im Mutterleib sozusagen angeboren werden und die dann irgendwann, nachdem sie vielleicht eine Weile schlummern, ausbrechen. Das ist aber erstmal ein ganz anderer Mechanismus. Und wenn wir in die Häufigkeit von Tumoren gehen, dann muss man eben auch sagen, dass bei Kindern eigentlich Tumoren extrem selten sind. Wir haben in Deutschland ungefähr 2200 Neuerkrankungen pro Jahr von Kindern. Und wenn wir in die Gesamtinzidenzen gucken, dann haben wir fast eine halbe Million Krebserkrankungen pro Jahr. Und davon sind eben nur ein bisschen mehr als 2000 im Kindesalter. Es ist also sowieso, sind diese Kindertumoren eine extrem seltene Angelegenheit. Ich wollte jetzt einmal hier zeigen, was gibt es denn eigentlich für typische Tumoren des zentralen Nervensystems, die eigentlich bei Kindern typisch sind und aber auch selten bei Erwachsenen vorkommen können. Und da habe ich mal hier ein paar rausgesucht, von denen ich nur die ersten vier beleuchten werde, weil es sonst einfach zu lang wäre. Wir haben Medulloblastome, Ependymome, Choroidplexus-Tumoren, atypisch teratoide Raptoid-Tumoren. Das sind eben die, auf die ich ein bisschen näher eingehen will. Aber auch andere wie Keimzelltumoren, die es intrakraniell gibt, Retinoblastome oder Kraniopharyngiome. Wenn wir jetzt in die Medulloblastome, Ependymome und Choroidplexus-Tumoren, ATRTs gehen, dann sehen Sie mal hier die Fallzahlen im Jahr. Sie sehen, das ist hier zwischen 8 und 70 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland. Und das ist im Kindesalter. Im Erwachsenenalter sind die noch deutlich seltener. Also das sind extrem kleine Zahlen, die wir haben. Und wenn man das typische Alter anguckt, bei der Neudiagnose solcher Erkrankungen, dann sehen Sie hier tatsächlich einige Tumoren, die im Alter von etwas mehr als einem Jahr oder 4 Jahren oder 7 Jahren im Median vorkommen. Das heißt, das sind wirklich eigentlich Tumoren, die bei sehr jungen Kindern vorkommen und eben sporadisch, aber auch bei Erwachsenen erst wahrscheinlich sichtbar werden, obwohl sie vielleicht frühzeitig auch angelegt waren. Die Therapie dieser Tumoren richtet sich typischerweise eigentlich, ja, oder gründet auf den Erfahrungen, die wir eben auch im Kindesalter gewonnen haben, weil sie im Erwachsenenalter eben noch seltener dann vorkommen und wir dort kaum standardisierte oder strukturierte Programme haben, um da große Erfahrungen zu sammeln oder zumindest hatten. Wenn wir mal in die atypisch teratoiden Raptoid-Tumore hier hineingucken, dann gibt es dort diese Erkrankung ist, wie gesagt, im Alter etwas über ein Jahr. Das ist ja ein Bild eines Patienten von uns. Wenn wir da gucken, was tut sich da aktuell, da gibt es aktuell eine neue Studie, die dieses Jahr geöffnet worden ist, für das ich auch die Verantwortung für die Strahlentherapie habe. Und dort wird eigentlich ganz gut skizziert hier in dieser Abbildung rechts,
Wie das Ganze sich aufgliedert bei den sehr kleinen Kindern im Alter unter einem Jahr, kann das so vorkommen, will man noch keine Strahlentherapie durchführen, sondern versucht das über eine Chemotherapie und auch Hochdosis-Chemotherapie zu behandeln. Bei den Kindern von 1 bis 3 Jahren will man randomisieren, eine Hochdosis-Chemotherapie gegen eine lokale Strahlentherapie, also wo nur die Tumorregion bestrahlt wird. Und bei den Kindern über 3 Jahren wird je nach Stadium, also nach Metastasierung, entweder wiederum nur eine lokale Bestrahlung durchgeführt oder auch eine Bestrahlung der kraniospinalen Achse, das heißt Hirnschädel und Rückenmarksraum, also das gesamte zentrale Nervensystem, weil es eben dorthin vielleicht ausgebreitet ist bei dieser Metastasierungssituation. Die Strahlentherapie ist wichtig. Wir konnten in die europäischen Daten aufarbeiten mit der Frage, brauchen wir die Bestrahlung, weil eben viele so klein sind, dass wir sie nicht gerne bestrahlen wollen. Und hier ist mal eine Abbildung, die wir im Rahmen einer Promotion bei uns in der Abteilung ausgewertet haben. Eben 190 Fälle. Das mittlere Alter dieser Patienten war 1,5 Jahre. Und hier können Sie sehen, wie diese Kurven auseinandergehen, was bedeutet, dass die Kinder, die eine Bestrahlung erhalten hatten, hatten eigentlich eine Überlebenschance hier, das nach 3 Jahren ungefähr von 50%, während die Kinder, denen man die Bestrahlung sozusagen ersparen wollte, die sind quasi alle verstorben. Also wir haben zumindest im Kindesalter sehr gute Hinweise darauf, dass wir trotz des jungen Alters nicht auf eine Bestrahlung verzichten können und solche Erkenntnisse wenden wir eben auch auf Erwachsene an, bei denen sporadisch solche Tumoren auftreten. Der Choroidplexus-Tumor gibt es verschiedene histologische Untergruppen, ist auch ein sehr, sehr seltener Tumor im sehr frühen Kindesalter. Auch hier hatten wir die Möglichkeit, Daten auszuwerten von immerhin mehr als 100 Patienten, fast die Hälfte davon war 3 Jahre oder jünger, also auch hier sehr kleine Patienten. Und auch hier war zumindest für Subgruppen hier für die Choroidplexus-Karzinome und für die Patienten mit Resttumor war die Bestrahlung extrem wichtig, sodass wir hier eigentlich aus unserer Erfahrung aus dem Kindesbereich sagen würden, ja, eine Bestrahlung zumindest lokal sollte bei den Karzinomen und Resttumor auf alle Fälle erfolgen. Es gibt aber wenig Standards. Wir diskutieren aktuell international darüber, wie wir mit Choroidplexus-Tumoren umgehen. Auch hier werden wir wahrscheinlich eine Altersstratifizierung machen. Das heißt, ältere Kinder, denen wird man im Zweifel mehr Strahlentherapie zumuten als den kleinen Kindern. Und wir haben hier auch noch die Besonderheit, dass wir viele Mutationen haben, P53-Mutationen, wo die Bestrahlung unter Umständen schlecht vertragen wird. Das heißt, auch die P53-Mutation wird einbezogen in die Frage, ob wir eine Bestrahlung machen wollen oder nicht. Wir haben aber diese Diskussion nicht zu Ende geführt. Auf internationaler Ebene, da wird es vielleicht noch Änderungen geben. Aber auch hier werden eigentlich die erwachsenen Patienten mit diesen Tumoren analog unserer Erfahrung aus dem Kindesalter behandelt. Die Ependymome ist eine wichtige Gruppe von Hirntumoren, die durchaus auch im Erwachsenenalter vorkommen kann, ein bisschen anders im Erwachsenenalter, sowohl molekular als auch von den Lokalisationen. Trotzdem auch hier wichtige Erkenntnisse aus dem Kinderbereich. Hier haben wir aktuell eine sehr anspruchsvolle Studie in Europa im Kinderbereich zu den Ependymomen, wo auch die Strahlentherapie eine große Rolle spielt. Hier sehen Sie wiederum die Altersfrage, die kleinen Kinder unter einem Jahr versucht man ohne eine Bestrahlung zu behandeln, die über einem Jahr mit einer Bestrahlung, wobei die Intensität der Bestrahlung davon abhängt, ob ein Resttumor vorhanden ist oder nicht. Durchaus unterschiedliche Dosierungen, das sehen Sie hier rechts. Sehr kleine Patienten werden nur mit 54 Gray bestrahlt, ältere Patienten mit 60 Gray, wenn sie keinen Resttumor haben, und Patienten mit Resttumor sehr hoch dosiert, hier mit fast 70 Gray, weil wir wissen, dass der Resttumor nach der Operation einen negativen prognostischen Faktor hat. Das ist die, ich sag mal, moderne Form der Strahlentherapie bei den Kindern. Hier hat man aber, weil diese Tumoren wirklich auch im Erwachsenenalter eine
Rolle spielen Leitlinien aufgestellt, die auch publiziert wurden, die nicht nur sich um Kinder handelt, sondern explizit auch auf Ependymome im Erwachsenenalter eingeht. Und Sie finden hier sehr ähnliche Dosierungen, wie ich sie eben auch in der Kinderstudie gezeigt habe. Auch hier muss man einfach sagen, dass historisch viel aus dem Kinderbereich übernommen worden ist. Das heißt hier auch Dosen zwischen 54 und 60 Gray. Und bei einer Metastasierung würde man auch eine empfehlen, das übrige zentrale Nervensystem mit einer begrenzten Dosis zusätzlich zu bestrahlen. Das ist auch ein relativ klassisches Konzept, was wir aus dem Kinderbereich eigentlich kennen. Die Medulloblastome, die wir auch im Erwachsenenalter durchaus sehen, sind eine Gruppe, wo wir schon ein bisschen besser verstanden haben, dass diese Tumoren wahrscheinlich unterschiedlich sind. Wenn man die diagnostischen Bilder anguckt, dann sieht man gleich, dass die anders aussehen. Die Kindertumoren sind in der Regel in der Mittellinie, während die Erwachsenentumoren oft lateralisiert sind. Aber auch wenn man in die Molekularpathologie dieser Tumoren hineinguckt, sieht man Unterschiede. Während bei den Kindern zum Beispiel die Sonic Hedgehog aktivierten Fälle eine mäßige oder mittlere Prognose haben, haben sie bei den Erwachsenen eine bessere Prognose und offensichtlich verbirgt sich hierhinter doch eine andere Grundlage, so wie wir das eben auch den Bildern sehen. Von daher hat man hier Konsequenzen ergriffen und hat gesagt, wir wollen auch die Medulloblastome des Erwachsenenalters besser verstehen und untersuchen und verstehen, wie wir risikoadaptiert Bestrahlung und Chemotherapie einbringen können. Und hier wird eine große internationale Studie durchgeführt, an der auch die Essener Uniklinik sich beteiligt. Und ich habe mal hier rot eingerahmt den Bereich zur Strahlentherapie. Hier besteht doch ein größeres Risiko für eine Aussaat im Bereich des Liquoraumes, also des Hirnwasserbereiches im Kopf und auch im Spinalkanal, sodass hier in der Regel eben eine paraneospinale Bestrahlung mit einer lokalen Aussättigung durchgeführt wird. Aber die Dosierung variieren eben nach Risikoprofil oder werden eben randomisiert untersucht. Hier haben wir aber gerade erst begonnen einzuschleusen. Hier können wir noch keine Ergebnisse vorweisen. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass wir da ein bisschen was mit zu tun haben. Wir behandeln viele Kinder, weil wir eben Protonen haben. Protonen verwenden geladene Teilchen, nämlich die Wasserstoffionen für die Bestrahlung. Und mit dieser Technik kann man erreichen, dass die Umgebung, hier sehen Sie das Zielgebiet einer Bestrahlung in Rot links, bei der lokalen Bestrahlung, wo man versucht, mit den Protonen das umgebende Hirngewebe gut zu schonen. Mit anderen Techniken hat man ein bisschen mehr Mühe und muss mehr Mittel- und Niedrigdosis auch in der Umgebung verteilen. Bei den kleinen Kindern sind wir sehr kritisch, haben Angst vor Entwicklungsstörungen und nutzen deswegen diese sehr aufwendige Therapietechnik vermehrt für Kinder. Und auch bei der Behandlung des Liquorraumes, also ich habe ja gesagt, Hirnschädel und Rückenmarkskanal. Auch hier kann man die Protonentherapie einsetzen. Bei der Protonentherapie links wird hier vorne das Knochenmark teilweise schon gut geschont und auch die Bauch- und Thoraxorgane. Das sehen Sie hier im Querschnitt vielleicht nochmal. Die stoppen hier hinten quasi an der Wirbelsäule und gehen nicht vorne in den Bauch, während bei den Photonen wir so ein bisschen kanalartig durch den Körper dringen. Ja, warum sind wir da bei Kindern so vorsichtig? Kinder, und wir haben teilweise sehr, sehr kleine Kinder, das ist hier eins unserer jüngsten Fälle, die wir hier gehabt haben am Zentrum. Wir greifen eben in eine Phase ein, das sehen Sie hier in den Wachstumskurven, wo sich die Gewebe extrem schnell entwickeln, viel Zellteilung, und eine Tumortherapie greift eben in die Zellteilung ein und leider nicht nur in die Teilung der Tumorzellen, sondern auch in die Teilung des Normalgewebe, sodass wir hier wirklich jede Dosis, die wir nicht brauchen, versuchen zu vermeiden, um Knochenwachstum, Organentwicklung oder auch das Risiko für zwei Tumoren zu reduzieren. Und deswegen sammeln sich Kinder mit Tumorerkrankung in solchen Anlagen und es ist eben auch unsere Spezialität. Ich habe jetzt für heute mal geguckt, wie viel von diesen vier Tumoren, die ich da heute ein bisschen aufs Korn nehmen wollte, wie viel von denen haben wir denn eigentlich hier gesehen? 88 Fälle habe ich gefunden in einem Medianalter von 26 Jahren, aber durchaus eine breite Streuung. Sie sehen hier zwischen 18 und fast 70 Jahren.
Ich habe mal gesucht, die einzelnen Erkrankungen, wenn Sie das hier schauen, 41 Ependymome, 44 Medulloblastome, 3 Choroidplexus-Tumoren. Ich habe kein ATRT bei uns im Erwachsenenalter gefunden. Wenn Sie jetzt die gesamte Zahl der Bestrahlungsfälle bei uns sehen, von 377 Ependymomen, die wir bestrahlt haben, waren nur 41 im Erwachsenenalter. Von 459, 44 im Erwachsenenalter. Also Sie sehen schon, wie wenige im Vergleich, das sind hier ungefähr 10%, so einen typischen Kindertumor im Erwachsenenalter haben. Und wenn wir gucken, in welchem Erwachsenenalter sozusagen, dann sind das überwiegend die sogenannten AYAs, das heißt die Adoleszenten und jungen Erwachsenen, also zwischen 18 oder 15, sagt man eigentlich, und 39 Jahren. In den älteren Lebensphasen wird das dann noch deutlich seltener. Wir gucken natürlich auch nach Nebenwirkungen. Die Erwachsenen vertragen manchmal die sehr intensiven Kinderkonzepte, die wir ja oft anwenden hier in diesen Fällen, manchmal nicht so gut wie die Kleinen, haben weniger Potenzial für oder Kapazität für Reparatur und Erholung. Und trotzdem müssen wir sagen, dass wir eigentlich sehr zufrieden sind. Höhergradige Nebenwirkungen waren extrem selten, vor allem hier für das blutbildende System, wenn man Knochenmark mitbestrahlen musste und vielleicht auch eine Chemotherapie noch lief. Und es gibt ein paar Hörstörungen, die aber teilweise schon vor Bestrahlung vorgelegen haben. Also eigentlich sind wir damit sehr zufrieden, gerade wenn man eben bedenkt, dass wir hier Erwachsene behandeln, die sich nicht so leicht tun wie einige Kinder mit der Erholung. Das habe ich jetzt ganz grob quasi hier angeguckt, mal für die Fälle für heute, sind wir eigentlich bisher zufrieden nach 3 Jahren mit einem Gesamtüberleben von fast 100%, lokale Kontrollrate von 97%, aber natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil das jetzt wirklich nur ein aktueller Ausblick auf unsere Erfahrungen sind. Wir hatten im letzten Jahr auf einer internationalen neuroonkologischen Konferenz mal unsere ersten 19 Medulloblastome im Erwachsenenalter zusammengetragen. Auch dort hatten wir wirklich eine sehr gute Tumorkontrollrate gesehen und es war nur ein Patient verstorben und nicht tumorbedingt, sondern an einer anderen Begleiterkrankung. Wir machen für diese seltenen Fälle auch Beratung. Wir sind das Referenzzentrum für einige dieser Tumoren und da eben viele kaum Erfahrung haben, fragen Sie, wie Sie diese Patienten behandeln sollen. Solche Beratung machen wir zum Beispiel für rezidivierte Medulloblastome, aber auch für die Erstdiagnosen von Ependymomen, ATRTs und Choroidplexus-Tumoren. Auch hier habe ich mal geguckt, wie viel Beratung haben wir gemacht und wie viele davon waren denn Erwachsene. Und Sie sehen hier, der Balken sind alle Beratungsfälle und die blauen sind die Beratungsfälle im Kindesalter und die orangen im Erwachsenenalter. Zum Beispiel hier bei den ATRTs haben wir 114 Fälle beraten und davon waren nur 5 im Kindesalter, 41 CPTs, 6 im Kindesalter, 93 Medulloblastome, 28 im Kindesalter, 450, über 450 bei den Ependymomen und eine 27 Beratungsfälle. Trotzdem, wir müssen uns hier international wegen dieser geringen Erfahrung extrem eng zusammenschließen und ich habe mal hier bei den kleinen Fällen geguckt, wie weit reicht unsere Beratung sozusagen? Und Sie sehen hier, wir haben aus Deutschland Fälle beraten und auch aus Schweden bei den CPTs, auch aus Deutschland und auch aus England und aus Dänemark. Das heißt, hier müssen wir international zusammenarbeiten und unsere Expertise auch dort natürlich anbieten. Von daher möchte ich zusammenfassen, typische Kindertumoren des zentralen Nervensystems sind im Erwachsenenalter extrem selten. Sie sind schon im Kindesalter selten, aber im Erwachsenenalter eben noch viel seltener. Ich habe Ihnen gesagt, welche Tumoren ich dazu zähle, habe mich aber hier auf ein paar beschränken müssen. Man sollte schon zur Kenntnis nehmen, dass natürlicherweise Erfahrungen an einzelnen Zentren begrenzt sind und dass wir in der Regel hier an solchen spezialisierten Einrichtungen wie bei uns Erfahrungen sammelt. Nicht nur von Patienten, die bei uns behandelt werden, sondern eben auch versucht, Daten auszuwerten aus anderen Zentren und Beratung eben auch national und international dann anzubieten. Die Therapie von Erwachsenen, die so einen Kinderhirntumor haben, orientiert sich tatsächlich vor allem auf den Erfahrungen, die man im Kindesalter gewonnen hat. Und weil eben aus dem Kinderbereich Erfahrung viel auch mittlerweile aus der Protonentherapie generiert werden, behandeln wir auch solche Erwachsenen häufiger,
zunehmend häufiger, auch mit Protonen. Die Erfahrungen, die wir bisher machen konnten, sind sicherlich vielversprechend. Und ich denke, für die Zukunft würde der Ausblick sicherlich sagen, dass wir eben noch ein besseres Verständnis der speziellen Eigenschaften von diesen Tumoren im Erwachsenenalter gewinnen müssen, zum Beispiel molekulargenetische Erkenntnisse, um bessere individualisierte und risikoadaptierte Strategien anbieten zu können, die auch für Erwachsene verträglich sind. Vielen Dank.